Startplatz 11, aber ich erwarte hier nichts Großartiges, weil es einfach Hockenheim ist. Ist ein schwieriges Pflaster für uns, aber erst einmal hallo du Seitz und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Michael Schumacher vor seinem Bruder, dann die beiden Rotnasenspitzen. Der da Rosa ziemlich gut platziert, wie auf der 12, der Teamkollege auf der 18 und auch Regen. Oh, da wird es kein benutzerdefiniertes Setup geben. Fahren wir im Regen einmal an die Box? Es wird auf jeden Fall die ganze Zeit nass sein und wie nass? Ich glaube Regen, ja. So regenreifenmäßig. Wie das einfach umgestellt wird. Wollt ihr mich verarschen? Qualifying feucht. Setup-Einstellung. Darf ich die nehmen? Wahrscheinlich nehmen wir trotzdem die Reifen, die wir hier auswählen, bloß beim Zurückgehen oder wieder zurückkommen, wird das wieder umgestellt. Das war jetzt Betrug. Die Strecke ist auf jeden Fall ordentlich nass. Gut so. Die fahren auch alle Regenreifen. Nichts Monsunmäßiges dabei. Enge Geschichte. Die gehen beide vom Gas, wie nett. Geht gerade gut ab. Auf der Geraden gibt's keine Überholung. Typ. Hindurch. Das Donner grollt auch wieder. Und ist nicht gut. Wir sind im Jordan Sandwich. Ich muss aufpassen, dass ich mal versetzt fahre, damit ich im Rückspiegel was sehen kann. Jetzt greift der BRR den Jordan an. Der BRR sitzt in. Bleibt aber hinten. Da ballert jemand ins Kies. Das ist dreckiges Wasser. Michael Schumacher vor Ralf Schumacher, aber der kleinere Bruder ist schneller gewesen. Eddie Irvine aus dem Rennen. Jetzt gibt es da einen Angriff.
Wir sind zu lahm. Allen voran im letzten Sektor. Auf den Geraden geht's ja, aber sonst zu lahm. Der Irrwein. Wurde er angeschoben? Ist er einfach so blöd gefahren? Ich glaube, es gab ein Duell. So eine Berührung. Aha, er wurde angeschoben. Hinterrad ab. Böse. Jetzt kommt der BR vorbei. Hat er zu viel Geschwindigkeit? Ja. Oh Mann. Miss. Wobei, jetzt hängt er. Ah, Wagen kommt quer. Her. Ich höre ihn schon wieder, jetzt sieht man ihn auch im Rückspiegel. Zu spät. Ah, ist noch im Rückspiegel zu sehen. Achtung, schleichender Errors. Und rutschender. Oh, hinter dem Jaguar ist aber eine Lücke. Wo ist denn der Jordan hin? Wenn ihr beide... Nein. Was machst du denn da? Ach, er will wieder von uns überholt werden. Das ist toll. Jetzt wird er die beiden Plätze wieder, vielleicht sogar noch einen dritten. Ja, das erinnert mich gerade an Frankreich. Die Spitzkehre einmal viel zu weit innen genommen. Das war jetzt sehr ähnlich. Wobei bei mir war es dann der Bremsweg, der kürzer wurde, weswegen ich die Kurve nicht bekommen habe. Bei ihm war es einfach der Ausgang, der richtig schlecht wurde. Jetzt sind die beiden BRR hinter uns und Alesi ist raus. Schon der zweite und das erst in Runde 3. Ach, weit genug hinten. Sieht man ganz leicht hinten rechts. Oder besser gesagt rechts im Spiegel. Und Villeneuve. Heute gibt es auf jeden Fall keine Wetterverbesserung. Schaut mal da hinten. Da sieht man ja kaum die Bäumchen. Und eine Platzierungsverbesserung gibt es auch nicht mehr, wenn keiner mehr ausscheidet. Ich denke, selbst mit keinem Stop-Rennen sind wir jetzt zu langsam. Also die werden zu schnell sein und werden, wenn sie einen Stop machen, diesen eben rausholen. Er verliert wieder am Ende der Geraden. Lustig.
Sein Teamkollege ist gerade zu weit hinten, das wird kein Angriff. Scheiße, das war's mit der Position und das wird, denke ich, mindestens 5 Plätze nach hinten gehen. Das schwarze Flaggending hält ja richtig lange an. Ja, links, rechts einer vorbei ist ungünstig, da muss ich mich entscheiden. Oh, nur zwei. Mist, 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 die Ecke müsste mir aus dem Training bekannt sein, da ist das ja auch passiert. Sind wir im Sauber-Sandwich? Kommt mir bekannt vor. In welcher Reihenfolge? Heidfeld wieder hinter uns. Also wie beim letzten Rennwochenende. Sachen. Oh, der Jaguar hat uns nicht angestupst, er hat aber seinen Vordermann angegriffen und auch überholen können. Interessant, dass der Sauber an uns dran bleibt. Mal gucken, wie lange noch. Also der vordere Sauber, ne? Ein Jaguar hinter uns. Sieben, der Jäger wird angreifen. Und der Sauber will auch angreifen. Jetzt wird es aber zu eng, weil die Strecke ist nicht so breit wie in Malaysia. Was hat der für eine Höchstgeschwindigkeit? Ist ja schlimm. Die Raubkatze ist schnell. Der Sauber kommt auch angescheißert. Das ist interessant, der Jaguar geht mir auf Höchstgeschwindigkeit. Zum Glück ist das mit dem auf der Wiese sein da sehr angenehm, aber auch nur an dieser Stelle. Sonst hätten wir jetzt deutlich mehr Ärger bekommen. Jetzt haben wir wieder Heidfeld hinter uns. Dabei war es im Qualifying. Hoi, 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 hoi. Und der kommt vorbei. Oh, Kacke. Wobei, jetzt verliert er wieder Geschwindigkeit am Ende der Geraden. Oh, der kann sich da halten. Nicht doch. Nein, doch. Oh.
Wenn wir noch genug dran, nah genug dranbleiben können für eine der Geraden. Das sieht nämlich gerade gar nicht so schlecht aus. Aber mit der Jaguar jetzt nicht mehr. Hau ab. Ich würde den Heidfeld vielleicht nochmal auf den drei Geraden angreifen. Auf der dritten vielleicht. Und auf der Geraden sind wir offenbar schneller, abgesehen vom Jaguar. Echt krass, wie er abgeht gegenüber den Konkurrenten, aber es reicht bei ihm auch nicht. Kaklinia, vielen Dank, dass der sauber entkommen kann. Vielen Dank, Getriebe. Mann! Es wird bald einen Motorschaden geben. Schalten ist nicht möglich, komme ich mal in Leerlauf. Wobei, wenn der Motorschaden eintritt, dann ist das Getriebe wieder in Ordnung. Ach, in der letzten Saison. Übrigens, in der letzten Saison kam der Getriebeschaden erst durch das Wiederholung beenden. Vorher war es nur die Reifenpanne. Also wir hätten an die Box fahren können. Der Getriebeschaden, der kam wirklich erst mit Beenden der Wiederholung, ist mir später aufgefallen. Das Getriebe ist so durch, da greift gar nichts mehr. 107 Grad, da guckt ein Baum durch die Leitplanke. Ach, Kacke. Hab gehofft, wir können noch mal ein Stück fahren, aber da greift nichts mehr. Dann mache ich jetzt einen Motorschaden draus, damit wir noch ein Stück fahren können. Ja, der Motorschaden kommt zu spät. Zu spät. Hier geht aber auch einiges kaputt beim Aeros. Der zweite technische... Na, wobei, das ist ein Reifenschaden, weil es nicht so direkt ein Fehler am Auto. Wie der Wagen immer noch aufholt. Schade. Hat Spaß gemacht, sich da zu verteidigen, auch wenn wir offenbar langsamer waren, aber so schlimm wie Verstappen der Box. Wie gedacht war es nicht. Jetzt schon in der Box, was ist mit ihm kaputt? Nix, doch. Getriebeschaden. Ja, und die lässt er sich jetzt ganz machen, oder was? In der gleichen Runde haben die beiden Arrows einen Getriebeschaden. Da ist so viel Wasser dran gekommen. Toll. Wieder ein Hockenheim-Rennen nur zum Zugucken. Den Wagenhebermann fährt er auch um. Ach. Das gibt's bei Codemasters gar nicht, dass man das Rennen dann noch verfolgen kann. Wie fährt er denn raus? Hä? Jetzt gibt er erst Gas. Hast du ein Problem bei Codemasters? Wobei... Stimmt gar nicht. Selbst wenn man ein Problem hat, heißt das nicht gleich, dass man ausfällt. Aber hast du ein Auto, das kaputt ist, dann war's das auf den nächsten Metern, weil dann dieser... Eine Schwarzblende kommt, aber dieser Bildschirm mit, ah hier, Wiederholung und zurücksetzen, Rückblende machen oder das Ergebnis hinnehmen oder die Session neu starten. Oh, das klang gerade wie so ein Fahrfehler-Skript, das gegriffen hat. Ist es denn irgendwo spannend hier? Oh. Der ist durch. Oh, der ist auch durch. Aha. Der Jaguar. Ach, nicht berührt. Einfach auf der Außenbahn kein Grip gefunden. Ralf Schumacher nicht mehr. Knapp hinter Michael Schumacher und Coulthard auf der 1. Aha. Michael Schumacher war noch in Reichweite. Gerade ist niemand eng zusammen. Die beiden noch am ehesten.
1,9 Sekunden Abstand. Geschmeidig, der hinten durchkommt. Abstand zum Vordermann, das ist mehr geworden. Jetzt sind mittlerweile 3 ausgeschieden. Alonso greift den Herrn Teamkollegen an. Oder was andersrum? Ne, Alonso hat angegriffen. Nachdem er zuvor angegriffen wurde und weswegen Jung vorbeikam, okay. Ach ne, war Fahrfehler. Ne, war einfach nur lahm durch die Schikane gefahren. Okay. Dann ist das so. Mal den Jaguar nicht außer Acht lassen. Hab das Gefühl. Karifera. Der war auch schon, als wir auf der Strecke waren, da. Der Ferrari ist auf der Geraden schneller und dafür ist der McLaren im letzten Sektor schneller. Also fährt der Rotnasenbespitzte wohl mehr Abtrieb. Um es ganz einfach zu sagen, was macht denn der Jaguar? Er kommt mehr und mehr ran. Ich gucke gerade auf die Spiegelung des Saubers im Boden, das sieht toll aus. Das ist so schön, der Heckflügel bleibt zu einfach. Ein schönes Überholmanöver und fast noch der Konter. Codemasters hat es mir ja einfach gemacht, nachdem ich dann doch F1 22 gekauft habe, wie ich es ja auch im Bot zum Sonntag angesprochen habe. Wurden mir gleich wieder mehrere Sachen um die Ohren geschmissen, die mir sowas von bekannt vorkamen und... Nee, das... Muss nicht sein. Insofern, entweder wird F1 22 nochmal richtig, richtig günstig, aber so auf 5 Euro denke ich nicht, bis der Nachfolger rauskommt. Und selbst dann, ob dieser dann die Fehler wieder wettmacht oder ob Codemasters bei F1 22 die Fehler noch behebt, daran glaube ich ja überhaupt gar nicht. Macht das ganze Spiel dann umso einfacher. Und insofern ein Hoch auf die Rückgabefunktion bei Steam, wobei 2 Stunden, die man da spielen kann, schon ziemlich wenig sind, wenn man erstmal auch das Spiel einstellt. Also hier Grafik, Lautstärke und dann beim Rennspiel noch Lenkrad kalibrieren und Kameraeinstellung, HUD, da geht schon einiges an Zeit drauf. Aber besser als gar nichts. Malaysia steht auf dem Seitenkasten. Petronas. Oh ja, Verstappen. Schönes Auto fährt er da. Lässt er sich die Getriebe- und Beschleunigungsprobleme einfach so wegmachen. Einfach in das Getriebe. Geht ja mal gar nicht. Beschleunigung könnte ja bedeuten, da klemmt irgendwie was unterm Pedal, weswegen er nicht Vollgas geben kann. Das könnte man ja in der Box wegmachen. Aber ein Getriebeschaden, naja. Klebt da ein Blatt zwischen den Zahnrädern, das hat man wieder rausgepuppelt. Was ist mit Boxenstopp-Zeit oder wie? Ja.
Michael Schumacher wäre auch reinkommen. Aber hier ging es eng zu. Die beiden kommen nicht rein, also wird es die nächste Runde. Oder vielleicht sogar auf Schatz hier dann ein Duell geben. Und wieder sehen wir einen Sauber auf der Fahrbahn gespiegelt. Das gefällt mir. Nee, hier gibt es keine Baumanöver. Auf den nächsten Geraden dann. So, macht der Sauber jetzt irgendeinen Mist? Nein. Olivier Panis an der Box. Mhm. Oh, wird eng, aber er ist jetzt in. Kommen Sie am Ende dieser Runde an die Box. Diese Runde soll er rein. Aber laut TV-Einblendung war er doch an der Box. Das wird Kimi kontern können. Mal gucken, ob er es auch erfolgreich kontern kann. Schaut mal. Ja, klar, es regnet, aber beide Heckflügel zu. Ist das nicht schön? Schön ist der jetzt zwischen den beiden. Jetzt macht's der BR auf der nächsten Gerade wieder umgekehrt. Er ist jetzt auch wieder in. Gucken, ob die sich noch einig werden vor der Boxeneinfahrt. Ah, jetzt wird Kimi nicht zurücksetzen können, der ist zu weit weg. Das Tor ist jetzt gegessen. Oh, nächstes Tor mit Verstappen. Das Lämpchen bei Menardi sieht man gerade gar nicht, jetzt sieht man es. Ist generell ganz schön schwach. JP Montoya. Klingt auch gut. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht. JP, hast du noch gerollt wieder? Ah, wollen die beiden erst nicht reinkommen? Michael Schumacher hat ja richtig beim Stopp verloren. Erster Gang. Oh, schaut mal, das ist ein Monsunreifen. Der hat Regenreifen. Wobei, der hat Michelin. Und hier haben wir ein Bridgestone-befeuertes Team. Ja, schaut mal, das ist Regenreifenprofil. Ne, das ist das gleiche Profil. Oh. Ich wollte eigentlich mal auf die Boxenstoppzeit achten. 9:39. Schneller. Was ist denn hier los? Der Sauber. Oh, da schaut mal hinten im Heck. Im Kies ist jemand. Gucken wir uns erstmal das Duell hier an. Na? Verstappen greift einen Sauber an, ist ja unfassbar. Fahrer Nummer 14, die 13 wurde nicht vergeben. Das riecht doch auf der nächsten Geraden nach einem Konter. Auf jeden Fall. Schon wieder was im Kies. Regnet jetzt zu stark? Sind doch Monsunreifen angebracht? Oh, das kann Verstappen kontern, der ist nah genug dran. Hier ist kein Kies, er kann. Na doch. Aber das sehen wir nicht. Das ist in einem Winkel, wo wir nicht reingucken können. Oh, es regnet stärker. Wobei, das sieht gerade nur so aus, weil der hinterher fährt. Was war denn da hinten los? Also, zweimal da hinten los.
Das ist jemand aus dem Rennen angeschlagen. War das Alonso? Das muss Alonso gewesen sein. Oh. Das kommt Verstappen bekannt vor. So, jetzt müssen wir noch nach einem... Ist der Führende aus... Der Führende ist ins Kies. Was ist mit ihm los? Kein technischer Defekt, keine Beschleunigungsprobleme, einfach nur wild aufs Gas getreten. Noch ist er Erster. Er war Erster. Bitte. Naja, meine Fahrfehler sehen teilweise auch sehr interessant aus. Und ich glaube, ich mache auch mehr. Hier gewinnt er sauber gerade Abstand. Da ist er an der Box. Hier mittlerweile schon 4 ausgeschieden sind. 5. Komisch, wie die aus der Box fahren und immer noch nicht Vollgas geben. Sind noch interessanter. Da geht es nämlich um Platz 1. Das holt sich der Schotte wieder zurück mit frischen Reifen. Ne, doch nicht. Na, aber das zieht er durch, das zieht er durch. Ja. Das ist kein Überholmanöver. Dass Michael Schumacher heute nicht auf der 1 ist, das wird er mit seinem WM-Vorsprung verkraften können. Was auf diesem Ferrari auf jeden Fall fehlt, ist die Tabakwerbung. Also, auf ein paar Autos. Hier stehen ja dafür die Namen drauf. Weil das einfach auch wirklich von McLaren Mercedes so gemacht wurde. Hier bahnt sich gerade nichts an. Der Verstappen verliert auch an Boden. Frenzen richtig gut platziert, aber nicht so gut wie in Monaco. Ist ja gar nichts los. Na, hier könnte sich was anbauen. Eigentlich sollte Fisichella schneller sein können. Ich denke, Michael Schumacher wird ihn noch bekommen, den Herrn Teamkollegen. Hier gibt es eine Berundung teamintern. Nach 15 oder in der respektive 16. Runde für Heinz-Harald Frenzen. Das kostet Zeit, lässt dann hier vorbei. Letzte Möglichkeit, ansonsten kostet es richtig viel Zeit. Leider kommt vorbei.
Benetton hier mit der Vodafone-Werbung unterwegs ist, die dann Ferrari im nächsten Jahr haben wird. Oh, was hast denn? Drei was? Getriebe, Beschleunigung, was ist denn hier los? Radverlust hat der, das ist ja nett. Das würde ich gerne auch mal haben, wie der Wagen schon runterhängt. Vorne rechts hängt tiefer. Die drei Sachen lässt er sich ganz machen. Schumacher läuft überhaupt nicht. Der war mal auf der 1. Der hätte durchfahren können. Wie lange die tanken für 0,3 Tankrunden? Dauert aber eben bedeutend nicht so lange wie eben die anderen Stopper, die halt mehr tanken mussten. Das ist ja gerade noch in den Punkten und den Platz, denke ich, würde er auch behalten. Kimi wird es dann bald verlieren. Ist ja auch noch ein Duell. Erstmal das, ist gerade in der Ecke, wo man nicht überholen kann, unter normalen Umständen. Kommt, überholt euch. Jetzt wird es aber gleich einen Konter geben, na, wobei das recht weit weg, 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 weg. So. Als Regieverantwortlicher hat man ja richtig Stress. Wenn ich aber an die echte Formel 1 Regie denke, was da teilweise gezeigt wird, einfach rein, wenn gerade Duell ist, wird dann auf einmal auf die Zuschauer geschwenkt, da frage ich mich immer, was soll denn der Scheiß? Aber das ging schneller als gedacht mit Michael Schumacher, nähert sich dem Teamkollegen an. Das war, glaube ich, beim letzten, beim großen Duell Hamilton gegen Bottas im Mercedes Saison. Könnte 2020 gewesen sein, wie dann ständig auf die Fans geschwenkt wurde. Ich hätte kotzen können. Gerade nichts los. Hier wird am ehesten was los sein. Oh, Trulli auf dem Podium. Oh. Ich glaube, die beiden Ferrari nähern sich am ehesten an. Hier weiß ich auf jeden Fall, dass der eine keinen Boxenstopp gemacht hat und der andere schon. Und bei den anderen beiden, keine Ahnung, wie das Verhältnis da ist. Okay. Gerade noch rechtzeitig. Wobei eben schon zu spät, aber gerade noch was von gezeigt. Na Trulli, pass auf, nicht hier in dieser Schikane drehen, das hast du 2001 im Trockenen geschafft. Außen ist gewagt, es ist gewagt. Es geht gut. Das nächste Duell, bitte. Erstmal keins. Doch, oh. Trolley. Schaut mal auf die Streckenkarte. Rechts und links ist jetzt mal einfach nur Wiese oder besser gesagt Flachland. Gut, links ist gerade auch etwas Flachland, wobei hinter der Landplanke geht's hoch, aber das Dunkelgrüne. Alles Wald. Alles dicht bepflanzt.
eine Formel-1-Strecke durch einen Wald und zwar nicht nur so ein paar Meter. Das wird nix. Einfach eine Schneise durch den Wald. Ich finde es auch bemerkenswert, wie die Streckenkarte einfach aussieht, wie man da einfach erkennen kann. Da ist zum Beispiel ein Waldweg irgendwie, eine Forststraße. Waldweg und Forst, Waldstraße, Waldweg. Aber wie man auf der Streckenkarte sehen kann, okay, da ist jetzt ein Weg, da ist asphaltiert, da ist Strecke, da ist Kiesbett, da sind bunte Tribünen. Hey. Da habe ich gerade ganz schön auf die Streckenkarte geschaut, aber auf einmal ist da ein Punkt neben. neben Trulli. Verkackt. Ja, ja, die BMW Williams und der Regen. Klappt in den meisten Fällen nicht so richtig. Warum? Auf der 3? Warum ist der auf der 3? Hey, der war doch, war der nicht zwischendurch auf der 1? Es gab doch vorhin eine Überholung. Der wurde doch überholt, der Barrichello. Da haben wir ja was verpasst. Der wurde doch von einem... Aha! Der wurde doch von der Rotnasenspitze vorhin überholt. Jetzt gewinnt Michael Schumacher das Ding doch. Wobei, ist er noch nicht raus. Wie spät mir das einfällt, auffällt. Das hier könnte das nächste Überholmanöver sein. Zwischen Platz 8 und Platz 9. Denn der Rosa will es aber wissen. Schnell vorbei. In den Wald hinein. Da rechts ist ein Weg. Ein Trampelpfad. Hat man da auf YouTube schon mal ein paar Videos angeguckt, wie dann welche die alte Streckenführung abgelaufen sind. Das ist einerseits beeindruckend zu sehen, wie die Natur sich das einfach zurückgeholt hat. Gut, man hat auch den Asphalt entfernt, aber... In erster Linie ist es einfach verdammt traurig, wenn man weiß, dass da eine der geilsten Rennstrecken der Welt war. Ich finde ganz besonders interessant die Bereiche da, wo die Schikanen sind. Wie man da etwas ja auf eine gewisse Fläche gucken kann und sieht, wie da einfach viel niedrigeres Grünzeug ist, und zwar zuhauf, wobei mittlerweile schon etwas länger her, dass ich geguckt habe, sieht man von einer erhöhten Position nicht mehr über die anderen Grünzeugler hinweg, denn mittlerweile ist es wohl zu hoch gewachsen. Ja, Platz 8, Platz 9, jetzt geht's los. Was im Grunde auch noch etwas traurig ist, dass, ja, der Hockenheimring umgebaut wurde und
Er zumindest in der Formel 1 nicht mehr zu sehen ist, es kam ja dann ein paar Jahre später auch noch hinzu. Aber gut, wenn das Angebot in der Formel 1 vertreten zu sein einfach nicht attraktiv genug ist für die Streckenbetreiber, dann kann ich das voll und ganz verstehen und finde das auch absolut richtig. Liberty Media hat beim Einstieg ganz groß getönt, ah ja, wir wollen das viel, viel besser machen für die Streckenbetreiber. Dabei haben sie es gefühlt nur noch schlimmer gemacht, weil nur... Na gut, Imola ist zum Beispiel zurückgekommen, aber... Überwiegend sind allen voran so Wüstenstaaten-Strecken reingekommen, wo die Leute richtig Geld hinlegen, damit die Strecke im Rennkalender ist. Das ist, wie ich finde, richtig traurig und da haben sie ihren Anführungszeichen Wahlversprechen so richtig gebrochen, Liberty Media. Eine Begründung so knapp. Das nächste Duell um einen Platz wäre... Ralf Schumacher, Trulli, könnte aber für Trulli gerade so gut ausgehen. Auch wenn hier Ralf Schumacher mit sehr frischen Reifen ankommt. Aber ja, das wird das letzte Duell sein. Wow, Michael Schumacher wird sich gerade ärgern. Aber so richtig. Wow, ja. Nächste Runde wird nochmal richtig eng vertrödelt. Ich glaube, Ralf Schumacher packt das, der packt das. Die frischen Reifen und das bessere Auto, einfach die frischen Reifen. Boah, ich dachte schon. Einfach die frischen Reifen sind einfach zu gut. Der wird jetzt schon angreifen. Schade für Trulli. Es einfach regnet und regnet. Na, da hat jemand Bock, seinen Platz zurückzuholen. Er hätte zu weit wegführen konnte. Weit gucken kann man nach wie vor nicht, das hat sich nicht großartig verändert. Wobei gefühlt ist die Sicht ein Hauch schlechter geworden im Vergleich zu Rennbeginn. Und ansonsten, die beiden sind noch recht nah beisammen, aber Kimi wird jetzt nicht den Turbo einlegen und den Della Rosa nochmal abfangen. Aber echt interessant, die beiden Ferrari kommen fehlerfrei durch und schnappen sich dann doch noch Platz 1 und Platz 2. Und zum Beispiel Ralf Schumacher und Kohlfahrt, die schmeißen da ihre Positionen weg. Wie weit weg Ralf Schumacher schon ist. Läuft richtig gut für Barrichello. Der wird, wenn er ins Ziel kommt, auf dieser Position, Häkkinen hinter sich lassen. Passiert hier vielleicht noch irgendein Scheiß? Huhuhuhu, enge Geschichte, richtig eng. Na, presst er sich jetzt vorbei? Nee. Die Flagge. Und mal wieder ein Sieg. Heimsieg für Michael Schumacher. Oh, 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 oh. Puh, das wurde ja nochmal richtig eng. Warum das denn? Was? Barrichello, hast du nur getrieben? Der ist einfach nur rangefahren, wie es scheint.
Weil hier hinten bei der Ostschikane hat er seinen Teamkollegen noch gesehen. Auch interessant, oder? Wie weit die Gischt geht, wenn man spult. Und wie fein die auch aussieht. Boah, das ärgert den Schotten richtig. So knapp. Tja, aber er hätte auch gewinnen können, oder? Schön. Oder auf jeden Fall vor Barrichello liegen können, wenn er hier in der ersten Schikane, in der ersten Kurve keinen Mist gebaut hätte. Ja, alle warten auf den Heidfeld. Aus. Der Himmel ist doch etwas dunkler geworden und es regnet auch nochmal einen Hauch stärker als zu dem Beginn. Und das Donner grollt wieder. Echt seltsam, wie die fahren. Aber immerhin fahren die eine Auslaufrunde. Gibt sich in jedem Spiel. Das könnte ähnlich werden wie gerade eben. Geht's anders aus? Nee. Doch eindeutiger als gerade eben zwischen Platz 2 und Platz 3. Auch schade für in dem Fall Panis, aber freut mich für Frenzen. Platz 10 am Ende. Und da ist auch Quick Nick im Ziel. Irgendwie ganz schön bescheiden. Naja, so ist es halt mit Ausfällen. Die Endplatzierung kennen wir ja im Grunde schon. Dreimal das Getriebe und zweimal musste es beim Stop repariert werden. Irgendwas war da in der Luft. Nasse Luft, die dem Getriebe nicht bekommen ist. Zumindest einigen. Ralf Schumacher, gut, er ist ja auch am spätesten drin gewesen, hatte auch ein super Auto. Hier immerhin auf der 15. Aber nicht vor dem Herrn Teamkollegen. Doch. Ich habe ihn gesucht, er ist direkt hinter uns, hat sich versteckt, der Schlingel. 16 für Ferrari, 442. Oh, das könnte mittlerweile durch sein, oder? Die 13, die 14, die 15, die 16, die 17, 50 Punkte Vorsprung. Na, noch nicht ganz. Da fehlen aktuell noch 6 Zähler. Für den WM-Titel. Ach, das wäre es gewesen, wenn er das in Hockenheim gefeiert hätte, Michael Schumacher. Weltmeister in Hockenheim. Und Hockenheim ist ja nun mitten in der Saison. Ja gut. 12 von 17 Rennen, trotzdem wäre schon krass. Gut, es gab mal in Frankreich eine Entscheidung. Naja. Wir sind immer noch nicht letzter. Und Ferrari dick, dick vorne. Williams und McLaren Mercedes echt eng beisammen. Und Sauber kam natürlich das Rennwochenende in Silberstein sehr entgegen. Mal gucken, ob BRR sich den Platz noch zurückholt. Und mal gucken, ob wir beim nächsten Rennwochenende beim Rennen wieder ins Ziel kommen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.